Ja, hallo Freunde, ich bin's mal wieder, der Alex. So, normalerweise wollte ich gar keine Taschenlampen mehr testen und ich habe ja in der Vergangenheit sehr viel mit Campingsachen zu tun gehabt und bin auch ein bisschen taschenlampenaffin, das gebe ich also gerne zu. Ich stehe also auf Richtung richtig leistungsstarke Taschenlampen, LED-Taschenlampen. Und da hört ja eigentlich auch die OLED Zika 3 Pro zu. Nur, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Also ich habe mir jetzt einige Videos da angeguckt, die auch in Deutsch gewesen waren und da viele Englische. Also dieser Hype um diese Taschenlampe, ich kann das einfach nicht verstehen. Und dass so viele Leute so viel Geld dafür ausgeben, das ist mir irgendwie, ist mir das unbegreiflich. Weil, wie gesagt, so toll ist sie also auch nicht. Es gibt andere Taschenlampen, die sogar besser sind und preiswerter. Ich sage jetzt nicht, dass die OLED Zika eine schlechte Taschenlampe ist, das nicht. Aber es ist eine mittelmäßige Taschenlampe. Einfach eine mittelmäßig gute Taschenlampe zu einem hammerhohen Preis. Und das passt irgendwie nicht zusammen. So, da wollen wir uns das gute Stück mal angucken. Ich habe sie jetzt direkt hier auf die schwächste Stufe eingestellt. Hat natürlich vier LED drin von Osram. Und wie gesagt, ich behaupte also nicht, dass das eine schlechte Taschenlampe ist. Die Taschenlampe ist also sehr gut. Ich habe sie ausführlich mal getestet. Die Taschenlampe ist sehr gut. Ich bin aus Zufall eigentlich an die Taschenlampe gekommen. Wie gesagt, ich wollte mir keine Taschenlampe holen. Hab aber sozusagen mehr oder weniger aus Zufall so eine Taschenlampe bekommen. Und wird auch wieder verkauft, die Taschenlampe. Wie gesagt, ich bin nicht sehr zufrieden mit der Taschenlampe. Die kostet 167 Euro. Mit Versand und das ist die meiner Meinung nach einfach nicht wert. Aus verschiedenen Gründen. Erstmal, sie regelt nach 2,5 Minuten runter. Die läuft 2,5 Minuten im Turbo-Modus und bricht dann dermaßen zusammen, dass du denkst, es wären zwei LEDs ausgefallen, beziehungsweise was ist denn jetzt passiert? Und das ist halt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und 167 Euro ist einfach zu viel. Vor allen Dingen kommt ja hinzu, dass hier ein modifizierter Akku drin ist. Man sieht also schon, der Akku ist ja praktisch eigentlich fast falsch rum drin. Aber bei der OLED ist das richtig. Hier ist ja Plus und Minus oben hier an einer Seite, beziehungsweise wird hier oben abgenommen. Das heißt, das ist kein richtiger 21700, wie man sich das so vorstellt. Sondern hier passt natürlich nur der Akku von OLED rein. Ja, und der muss dann auch, wenn man dann Reserveakku haben möchte, muss der auch unbedingt 40 Euro kosten. Und das ist nochmal so was, was mir sehr sauer aufstößt, was ich überhaupt nicht gut finde. Wie gesagt, die Taschenlampe ist nicht schlecht. Aber die dürfte einen Verkaufspreis haben, also das alles meiner Meinung nach. Die dürfte einen Verkaufspreis haben von 60, 70 Euro. Dann wäre es gut. Dann wäre das auch gerechtfertigt. Hinten mit dem Ladeport ist ganz toll. Mit diesem Drehrad finde ich auch nicht so schlecht. Da kann man hier die Helligkeit kann man hier hoch und runter drehen. Das ist alles prima gemacht. Da geht es nicht drum. Es geht darum, dass die Taschenlampe von allen gut geredet wird im Internet und keiner mal die Nachteile aufzählt. Wie gesagt, der modifizierte Akku, der sehr hohe Preis, die relativ umständliche Bedienung. Gut, kann man alles lernen, aber es ist halt auch nicht so einfach. Ja, ich zeige euch mal jetzt ein Vergleichsmodell, zum Beispiel jetzt hier die Astrolux EC01 mit diesem Anduril-Knopf. Hier kann man die Temperatur selber einstellen, wann die runterregelt, wann die nicht runterregelt. Man kann hier stufenlos hoch und runter rampen. Ja? Und die Taschenlampe zum Beispiel kostet 25 Euro bei Banggood. Das sind alles drei Mini-Fluter. Das ist ein Mini-Fluter, das ist eine flutige Lampe und die auch. Nur die kostet 25 Euro mit Versand bei Banggood. Kann man direkt in China bestellen. Keine Einfuhrsteuern, kein Zoll, keine Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer ist direkt im Preis mit drin. Die Taschenlampe wird zu dir nach Hause geliefert für 25 Euro. Schaut nach, bei Banggood im Internet ist sie drin. Und das ist eine Taschenlampe. Ja, die hat 2300 Lumen, geht aber fast 480 Meter weit, die 250 Meter, die OLED. Ja. Und von daher würde ich jederzeit die Astrolux EC1 bevorzugen, beziehungsweise die Trustfire MC3. Auch eine gute Taschenlampe, auch super klein, auch ein starker Mini-Fluter.
Ja, gar kein Thema. Hier diese Lampen. Sehr schöne Lampen sind das. Ist auch ein kleiner Mini-Fluter. Ist direkt der Akku da mit dabei hier bei dieser Taschenlampe. Hier geht ja auch ein 5000 mAh-Akku ist da mit bei. Und die kostet, zuletzt hat die gekostet bei eBay 36 Euro mit Versand. Ja, Originalpreis war mal 75, die ist aber mittlerweile ist so runter. Trustfire MC3, ich habe ja auch ein Video darüber gemacht. Gibt es ja bei mir. So, und das sind Taschenlampen zu einem vernünftigen Preis. Und Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach. Und hier stimmt gar nichts. Hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Das ist natürlich ist das eine schöne Lampe. Ja, da redet ja auch gar keiner von. Liegt auch schön in der Hand, haben sie auch toll gemacht. Mir wäre sie ja zu groß. Hier der Größenvergleich hier zur Trustfire ist ja schon gewaltig. Ja. Und die Trustfire hat ja auch eine Leistung von 2500 Lumen. Die hat 2300 Lumen. Und die kannst du auch richtig hoch ballern sozusagen. Die wird nicht heiß. Die Olight-Taschenlampe wird nach 2, 2,5 Minuten glühend heiß und regelt dann von selber runter, damit sie nicht kaputt geht. Ja, also wie gesagt, ich sag mal 167 Euro, nein danke. Da kriegst du ja drei, vier von denen hiervon. So, das war meine eigene Meinung. Ich weiß, dass ich jede Menge Daumen runterkriegen werde von irgendwelchen OLED-Fans. Das ist mir aber egal. Das interessiert mich nicht. Weil, wie gesagt, ich finde das furchtbar da, dass OLED so viele Leute da sponsort, beziehungsweise denen die Taschenlampen kostenlos zur Verfügung stellt und damit die da alles gut reden. Und keiner redet mal über die Nachteile der Lampe, sondern immer nur über die Vorteile. Und das finde ich nicht okay. Wie gesagt, regelt zu schnell runter. 4200 Lumen, die 2,5 Minuten ungefähr aktiv sind, dann regelt so runter, wird sehr schwach. Und modifizierter Akku. Ja, und eigentlich umständliche Bedienung, beziehungsweise gewöhnungsbedürftige Bedienung. Und einfach zu teuer. Also die bunte Ausführung davon kostet 180 Euro. Da sage ich mal, was soll das, ja? Wenn man wenigstens jeden Akku reinmachen könnte, wie man das möchte. Aber das geht ja nicht. So, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Wer Ehrlichkeit und alles Mögliche mag, soll weiterhin meinen Kanal abonnieren. Ich sage immer meine ehrliche Meinung zu allen Sachen und sage alles Gute, bleibt gesund und macht's gut, Freunde. Tschüss.